Hallo, hier ist der Marvin, der Jonas und der Markus und zusammen sind wir die drei Hauptverantwortlichen für das Projekt. Wir haben uns gedacht, machen wir mal wieder was richtig Aufwendiges und nehmen dazu Zeitlupen, Tänze und ein 360-Grad-Dolly. Und jetzt seht ihr mal, was genau da abgeht. Ja, dann habt ihr jetzt ein paar schöne Einblicke hinter die Kulissen gehabt und habt auch unser technisches Spielzeug gesehen, was wir vor Ort hatten. Das war zum einen natürlich unser 360-Grad-Dolly von ProAim. Darauf hatten wir auf einem Sachtlerkopf installiert die Sony FS700, um überhaupt Highspeed-Aufnahmen machen zu können, nämlich mit 400 Frames pro Sekunde haben wir diese aufgenommen. Wir hatten mehrere Festbrennweiten zur Verfügung und eine Zoom-Optik von Canon. Ja, die Scheinwerfer waren hauptsächlich von Arri. Die haben wir installiert, um die Tänzer natürlich schön in Szene setzen zu können und um außenrum das Bild einfach schwarz zu kriegen, damit es halt im Endeffekt so aussah, wie es aussah. Ja, und damit der Jonas natürlich auf seinem iPad als Regie was sehen kann, hatten wir noch was richtig Geiles, und zwar von Teradek den Cube, den ihr bei unseren Drehs bestimmt jetzt auch schon öfters gesehen habt. Ja, damit der Jonas immer schön gucken kann, was der Kameramann da fabriziert. Und ja, schaut auch einfach nochmal rein und guckt euch das technische Spielzeug nochmal an. Ja, noch was zum Projekt allgemein. Das Ganze lief an zwei Tagen. Sprich, wir haben am ersten Tag aufgebaut und eingeleuchtet und die Zeit haben wir auch gebraucht bei unserem provisorischen Rig, was wir da aufgehängt haben. Der zweite Tag war dann der Dreh von morgens 8 Uhr bis bestimmt abends um 8 plus dann noch der Abbau. Das war sehr, sehr anstrengend. Dazu kam noch die Luftverschmutzung. Wir haben im Bild so Fackeln aufgehängt an Betonpfosten, weil wir dachten, es sieht super cool aus. Und die haben mega gerußt und die Luft ja verpestet und dadurch haben wir schwarze Nasenlöcher und Mundwinkel bekommen durch den Ruß. Das war echt eklig. Die Tänzer konnten leider im Vorfeld keine Choreografie einüben. Die sind wirklich spontan angefragt worden und in den Zug rein und zu uns gefahren und haben dann mit uns am Dreh die Choreografie erarbeitet auf die Musik, die wir vorher geschnitten hatten. Nochmal vielen lieben Dank dafür. Ja, die Postproduktion hat jetzt knapp 3 Monate in Anspruch genommen. Der Marvin hat es geschnitten. Und nochmal vielen lieben Dank an den Armin, der uns bei den Effekten wahnsinnig doll unterstützt hat. Abschließend ist noch zu sagen, dass so Projekte wahnsinnig zeitintensiv sind. Man lernt aber auch unglaublich viel dabei und es macht vor allem mega viel Spaß. Hast du? Ah, du meinst. Oh, yeah.